Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Tide. Während wir noch die Missionsbesprechung am Einstieg bekommen. So. Wir spielen immer noch hier mit dem Schwertchen und ich habe vergessen, das neue Gewehr auszurüsten. Aber ist nicht so weiter, nicht so dramatisch. Wir sollten hier ganz gut klarkommen. In der letzten Folge ging es ja leider alles drüber und drunter. Da ist jemand gecrashed und dann. Ja. War alles nicht so schön. Wir sind auch gecrashed. Ist alles nicht so schön gewesen, aber dagegen können wir nicht wirklich was machen. Aber was ich bei der Map hier schon gelernt habe, ist, dass wir an der Stelle hier vorsichtig sein müssen. Weil hier unten sind einige von den Shootern, die es alle auf uns dann abgesehen haben. Aber weil kein Nebel ist, sind wir hier eigentlich relativ. Ich kann hier echt nicht drüber springen. Aber weil hier kein Nebel ist, sind wir eigentlich relativ gut dran. Ein Grimoire können wir auch sogar eins mitnehmen, falls ich mal eins finde. Bin ich mal gespannt. Ich laufe mal hier zur Kiste, guck mal, ob hier irgendwas in der Kiste ist. Helf da oben nochmal mit, die Horde ein bisschen auszudünnen. Das hat nicht so ganz gut geklappt hier mit dem Ausweichen bei dem Berserker. Aber die haben auch echt eine Reichweite. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich hier in der Zukunft ein bisschen gefixt wird oder genervt wird. Lasst mich hier durch. Ich möchte nicht im Feuer stehen. Da hinten ist noch ein Bomber. Die können wir noch wegholen. Die haben wir. Gehen wir hier mal zu Double Flippy. Und holen hier mal die ganzen Kleinen mit unserem Power Sword weg. Okay. Oh, da hat jemand ein Fass angezündet. So, können wir den hier wegholen? Jawohl. Ja, hier ist so viel Zeug. Steht hier rum. Da war ich gerade die ganze Zeit irgendwo gegen aus. So nach dem Motto hier, so nach rechts. Und dann lutsche ich irgendwo gegen. So, wir schalten mal hier die ganzen Shooter aus. Ich schieße mal hier ein bisschen langsamer, versuche mal rauszupicken. Den haben wir. Da hinten sind einige hier. War aber wisst ihr noch, letzte Folge, wo wir die Tür geöffnet haben, da stehen so 20 Guardsmen. Und auch noch zwei Sniper im Hintergrund, auch das war lustig. Aber so hat das Spiel auch extrem Spaß gemacht mit endloser Horde. Muss ich gestehen. Das muss ich ein bisschen öfter machen. Auch wenn es wahrscheinlich dann die letzte Folge nicht ganz ausklappt. Ja, ich war auch ein bisschen zu gierig am Ende dann auf das eine Turm da noch gewesen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir müssen mal hier reinschießen und die ganzen Shooter da wegholen. Oh, und die ganze Horde hier. Oh, ich habe hier nur Dingens bekommen vom. Oh, vom Primo. Ah, jemand hat es schon gefunden gehabt, okay. Ich gehe mal hier schnell zu unserem Mate. Okay, soweit, so gut. Okay, der Hund ist runtergefallen. Finde ich gut. Ist jetzt egal, ob wir das Medikit mal einsetzen. So, den Hund müssen wir noch wegmachen. Okay. Ich hoffe mal, dass der Okren hier nochmal voll heilt. Ich kann mich mal so lange hier um die ganzen Shooter kümmern. Okay, haben wir. Ich gehe mal hier rechts lang und schau mal in die Box. Noch ein weiteres Medpack wäre eigentlich ziemlich cool, muss ich gestehen. Aber jetzt haben wir erstmal ein Monster, so wie es anhört. Ich lade hier schon mal nach und ich werfe ein paar Granaten drauf. Und zwar alle meine Granaten. 2, 3 und 4. Und dann nehmen wir noch ein paar mehr hier. 5, 6 und 7 und 8. Und dann schießen wir mal hier, wenn es geht, auf die Schwachstelle drauf. So gut das geht. Jetzt müssen wir unbedingt auf die Schwachstelle feuern. Nicht, dass unser Knorr-Trigger jetzt nochmal deutlich mehr Schaden bekommt. Hier schnell nachladen. Nicht aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ja, aber das Nörgelbiest ist jetzt auch ausgeschaltet. Nice.
Genau, nimm nochmal die Medi-Station. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen länger gerade durchhalten, wenn ich ehrlich bin. Wo ist der Hund denn? Ach, der läuft jetzt wieder hoch. Verdammt. Okay, der ist weg, der Hund. Ich klaue mir mal ein bisschen Munition. Aber weiter oben sollten wir noch ein bisschen mehr Munition finden. Guck mal, das ganze Ammo-Box nehme ich mit. So, den Berserker hier mal schnell ausschalten. Die sind ganz schön gefährlich. Und vor allem, weil sie mehr Reichweite haben, als ihre Nahkampfwaffen lang sind. Hier ist ein Munitionsclip. Ich markiere den mal. Ich habe leider einen rausgeholt. Das war nicht so toll. So, den haben wir auch so. Dann müssen wir das Power Sword nicht unbedingt einschalten. Da hinten geht es nicht wirklich weiter. Irgendwo hier unten ist irgendetwas mit einer Granate. Ich hoffe, der mit dem Stein kommt hier hoch. Dann können wir den ein bisschen besser fertig machen. Ist der hier? Nö, ist nicht hier. Okay, wir müssen jetzt mal aufpassen. Der mit dem Stein ist hier irgendwo lang gegangen. Ja, hier sind die ganzen Berserker. Und die können wir ganz gut staggern mit dem Schwert, muss ich gestehen. Okay, schalte ich mal die ein bisschen aus. Power Sword anmachen und rauf hier. Und direkt wieder. Okay, da ist er schon weg. Nice. Schön die Munition hier markieren für unser Team. Aber irgendwie ist das Spiel heute, also jetzt gerade in der Runde, nicht so flüssig. Wie ich gedacht habe, irgendwie ruckelt es hier ab und an mal wieder ein bisschen. Naja, aber es ist der Pre-Release, also daran wird es wahrscheinlich liegen. So, ich laufe nochmal mit hier hoch. Und möchte mal schauen, ob wir hier... Oh, hier ist ein Medikit. Mr. Double Triple kann das da mitnehmen. Okay, der ist auch weg. Nice. Gibt ja auch 4 Ladungen, das ist ziemlich nice. Oh, schnell mal zurück hier. Und schön hier reinschießen. Versuchen die mal alle ein bisschen wegzuholen. Hopp, 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 hopp. Ja, aber das sonst, das weiter nichts mehr. Ist gut. Kann ja nochmal die Medi-Station markieren. Ich warte mal, bis alle eine genommen haben, bevor ich meine nehme. Okay. So, dann nehme ich hier auch nochmal die letzte. Ich finde cool, dass die Medi-Station hier den Curse dann aufhebt. Das ist ziemlich nice. So, schön unser Power Sword hier anmachen. Okay, nice. Sollte... Oh Gott, sind hier viele. Da versuchen wir mal schön schnell hier wegzuschießen. Oh, hier sind sehr, sehr viele. Haben uns hier fast komplett fertig gemacht. Ich muss generell mal hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier irgendwie ein bisschen aus den blöden Ecken da rauskomme. Und ich habe schon mal gesagt, in einer von den Röhren habe ich schon mal einen Tomb gefunden. Jetzt gerade aber noch nicht. Okay, wir bleiben mal hier hinter der Box. Können wir auch schön in Deckung gehen. Granaten hat jemand anders eingesammelt. Passt. Das mit dem Licht macht es auch nicht wirklich besser. Es gibt uns hier nicht wirklich mehr Sicht, eher weniger. Oh, muss ich erstmal Danke sagen. Okay, der ist bei denen da hinten, alles gut. Versuchen mal hier die ein bisschen wegzuschießen. Muss aber gestehen, die sind relativ schwer zu sehen. Deswegen warten wir einfach mal, bis die hier ankommen. Seht mal, die Verbündete, die das Gewehr hat, das ist so ein Schnellfeuergewehr. Ein Automatikgewehr, das ist ziemlich cool. Aber ich habe irgendwie die Lasgun hier deutlich lieber. Aber ich muss halt natürlich für jeden Schuss einzeln drücken. Da hinten ist irgendwas. Okay, da war was. Da laufen auch noch ein paar rum. Und jetzt kommen die ganzen Kleinen. Die haben wir. Können wir ganz gemütlich hier ein bisschen reinschießen und die Kleinen wegholen.
Und hinten geht's soweit. Ich sehe es auch ganz gut. Hier muss ich noch ein bisschen aufpassen, weil ich habe schon mal gemerkt, dass hier ein Sniper irgendwo da hinten sich verbarrikadiert hat. Das war ein bisschen schrecklich gewesen. Aber noch sehe ich ja nichts. Ja, oh gut, unser Licht hilft uns hier auch nicht wirklich weiter. Aber unser Fahrstuhl kommt gleich auch runter. Und hier kommt irgendwie noch was runter. So, den Shotgunner haben wir. Und die anderen hier bekommen wir auch ziemlich gut. Hinter uns kommt ein bisschen was. Ich glaube, vorne ist alles clear. Und der Fahrstuhl ist auch schon da. Gut, dann gehen wir mal zum Fahrstuhl. Na gut, noch nicht ganz da, aber fast da. Müssen hier mal aufpassen vor dem Bomber. Und wenn wir alle drin sind, ist eigentlich alles in Ordnung. Und hey, das Spiel ist noch nicht abgestürzt, wie in der letzten Folge. Das ist schon mal was Gutes. Aber hier müssen wir ein bisschen überleben und so Nörgelbeulen zerstören. Ich weiß gar nicht, ob die Nörgelbeulen heißen, aber wir werden es gleich sehen. Vielleicht finden wir noch ein zweites Grimoire. Das wäre cool. Aber wir werden es gleich sehen. Ich gehe mal nach rechts und guck mal rechts. Vielleicht finde ich rechts irgendein Grimoire. Nö, da ist noch nichts. Und man merkt auch hier an der Variante der Map, wir haben die in einer der letzten Folgen auch gespielt. Und zwar vor zwei Folgen. Da war hier komplett abgesperrt gewesen. Und wir sind von da hinten oben gekommen, runtergekommen. Deswegen möchte ich auch mal kurz gucken, ob... Ja, hier ist jetzt auch zu, da hinten. Naja. Bleibt mal schön beim Team. Und das eine Grimoire ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wäre aber schön, muss ich gestehen. Wir schalten hier mal den Bomber hier schön aus. Oh, es war gar kein Bomber, es war ein Flammenwerfer. Ja, wir moven uns hier ein bisschen von dem Curse. Und ich schau mal, dass ich hier irgendwo... Oh, eine Granate habe ich irgendwo herbekommen. Was ich meinte, ist, dass wir vielleicht das Grimoire irgendwo jetzt gleich finden. Das wäre schön. Dann würde ich das ganz gerne an mich reißen. So, weg mit dem. Ah, hier kommen wir wieder nach unten, okay. Ich gucke auch mal hier hinten. Vielleicht finde ich da auch irgendwas. Ich öffne mal die kleine Kiste hier. Und da ist ein Ammo-Clip. Oh, wir können einen Ammo-Clip nehmen. Und da hinten ist das Grimoire. Nice. Oh, das ist ja echt schön versteckt hier. Double, Triple kann dann die Ammo-Kiste hier mitnehmen. Wir haben das Grimoire. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wir sind ja deutlich vorsichtiger als in der letzten Folge. Na, zumindest werden wir da nicht von 20 Guardsmen hinterm Aufzug erwartet. Zumindest noch nicht. Aber die hier wissen wir auch schon aus einer der ersten Folgen. Ist ein bisschen interessant, weil da ganz gerne relativ viele hier Shooter hinterstehen. Da ist noch einer. Da hinten sind auch noch ein paar. Aber nur ein paar kleine. Ich flankiere die mal von der Seite. Oh, das sind ja einige hier. Okay, die sind weg. Hier ist einfach uns vorbeigerannt. Okay, so, soll mir recht sein. So, ich laufe mal hier bis zum Dingens, also hier bis zur Wand. Okay, den haben wir. Da hinten geht irgendwas in die Luft. Können wir ein bisschen nachhelfen? Okay, ist schon. Ja, ich muss hier wirklich mit Deckung spielen in dem Spiel. Bin ich gar nicht gewöhnt von Vermintide. Da nutze ich ganz gerne... In den letzten Folgen, die ich gespielt habe, da habe ich den hier Gralsritter mit Schild, da habe ich die Stormwürmen und Stormwürmen mit Schild als Deckung genommen bei Rattling Guns. Das war lustig gewesen. Okay, hier rechts ist irgendwo noch einer. Den können wir hier nochmal so vielleicht ausschalten. Ja, haben ihn. Oh, schnell hier den Berserker wegmachen. Ganz wichtig, dass die hier weg sind. Da hinten ist noch einer. Den machen wir auch schnell weg. Und unser Super hier, den wir einsetzen, dieses Salvenfeuer. Das macht ja 50% mehr Schaden für eine kurze Zeit.
Und ich merke, dass ich langsam auch mal wieder heilen soll. Das wäre sehr, sehr gut. So, wir müssen den hier mal ausschalten. Immer schön das hier Power Sword anmachen. Okay, haben wir. So, ja gut, mit dem Power Sword geht's wirklich besser. Ich bleib mal schön hier und schalte den Bomber schnell aus, wenn er runterkommt. Okay, war noch fast im Flug gewesen. Jetzt schön flott zu unseren Mates. Hier haben wir die letzte Heilstation. Die werde ich gleich erst nehmen. Ich würde nämlich gerne erstmal hier die alle... Oh, ich muss hier unbedingt in Deckung gehen. Ich würde nämlich erstmal warten, bis die Horde hier durch ist, bevor ich mich heile. Das wäre ganz schön. Weil das Grimoire, das ist ja auch interessant, das gibt uns die ganze Zeit hier den Curse. Und jetzt gerade kriegen wir halt relativ viel, weil wir noch nicht wirklich die Reduktion oder so haben. Aber in der Zukunft, wenn wir dann besseres Equipment bekommen, sollte das deutlich, deutlich besser werden. Niemand wird hier von unseren Mates getroffen. Ich werde jetzt gleich nochmal hier... Ich nehme jetzt lieber mal Heilung hier. Oh, schön. Den haben wir wirklich gut fertig gemacht, den Hund. So, ich nehme eine. Dann bin ich mit dem Curse hier ein bisschen runter. Und Munition darf ich jetzt nicht nochmal nehmen. Ich habe schon genommen. Und dann versuchen wir hier mal möglichst flott hier alles auszuschalten, damit wir das hier möglichst flott machen können. Ich habe jetzt ganz auf den Open da vorne geschossen. Mit dem Schild. Das war nicht so toll. So, wir holen mal hier die Gunner weg, so gut das geht. Verdammt, der hat uns jetzt hier getroffen. Ja, ich weiß nicht, war keine so tolle Idee, dass wir vielleicht das Gemäuer genommen haben. Aber es ist, wie es ist. Wenn wir hier die Sachen schnell machen, sollten wir hier ganz gut dabei sein. Uiui, das geht ja richtig gut hier mit einem Power Sword. Aufpassen, das macht hier so plopp und sprengt uns weg, genau. Okay, nice. Schalten wir hier mal schnell den Charger aus. Haben wir ihn. Und dann gehen wir mal schnell hier hin. Machen die hier fertig. Irgendwo ist noch eins. Jawohl, ist weg. Jetzt gibt es hier die Explosion. Oh, natürlich wirkt die uns so weit zurück. Oh, ich muss hier schnell in Deckung gehen. Ich muss hier schnell irgendwo in Deckung gehen. Und hier möglichst viel mal was wegholen. Nicht, dass wir jetzt gleich noch drauf gehen. Ich kriege auch pro Kopflustötungen hier, wie heißt es so schön? Oh, ich habe jetzt keinen Plan, wie es heißt. Zähigkeit zurück. Okay, schnell hier in Deckung gehen. Wir dürfen jetzt nicht unbedingt öfter getroffen werden, sonst verlieren wir hier noch mehr Leben. 51 haben wir noch. Okay, okay. Das ist gerade alles hier nicht so schön. Ich werfe mal eine Granate da zu den Dingern. So, okay. 15 Leben haben wir. Das ist nicht so toll. Ich bleib mir echt schön kurz in der Cover. Und bei unseren Mates. Oh, jetzt ist es grau geworden. Obwohl, nee, ist nicht grau geworden. Weil grau bedeutet nur, dass wir gleich sterben werden. Bedeutet nur, dass wir gleich sterben werden. Sehr schön. Solange wir hier Nahkampftötungen machen, kriegen wir unser Schild wieder hoch. Deswegen bleibe ich mal schön hier in der Ecke stehen. Ich kümmere mich hier erstmal nur um die Nahkampftötung. Mit unserem Ogren-Freund. Oh, das ist eine Medistation. Da möchte ich gerne mal hin. Okay. Wir laden nochmal kurz komplett nach. Und schalten die hier vielleicht ein bisschen aus. Oh, ich möchte hier nicht in den Gegner drin stehen, muss ich gestehen. Das ist schon eine unfaire Ecke, wenn wir hier drin stehen. Aber es klappt auch irgendwie, also von daher. Von
daher ist es in Ordnung. So. Meine Treffergenauigkeit lässt gerade echt zu wünschen übrig. So, mit dem Power-Schwert kommen wir aber wieder durch die Gegner hier durch. Und jetzt gleich haben wir es hier komplett geschafft. Boah, mega geil. Wir haben hier zwei Grimoire. Irgendwo ist ein Sniper, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Muss ich gestehen, da ist ein Bomber. Und ich renne jetzt mit dem Okren durch. Einfach durchrennen. Da oben ist unser Schiff. Jetzt von nichts mehr treffen lassen und wir sind hier mit zwei Grimoiren. Haben wir es geschafft. So, ich schenke dir da hinten nochmal zwei Granaten. Und dann haben wir es auch geschafft. Nice. Das war doch mal eine schöne Mission. Zwei Grimoire, wir hatten ein gutes Team gehabt, das Spiel ist nicht gecrashed. Und wir sind relativ taktisch vorgegangen. Gab es ein, zwei Momente, wo ich ein bisschen unvorsichtig war. Aber mittlerweile kann ich die deutlich weiter, beziehungsweise werden es weniger davon. Oh, wir haben was bekommen. Wir haben eine wunderbare Axt Stufe 8 oder eher gesagt Mark 8 bekommen. Naja. Können wir uns mal angucken, aber die wird, glaube ich, nicht allzu besonders sein. Naja, aber dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ab der nächsten Folge müsste es auch mal wieder neue Maps geben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was wir da bekommen. Und neue Waffen, glaube ich, gibt es dann auch. Jede Woche bis zum Release gibt es irgendwie neue Waffen und neue Maps, so wie ich das verstanden habe. Da bin ich sehr gespannt. Und ab Release gibt es dann irgendwie diese finalen Maps. Aber die werden wir erst dann sehen. So, jetzt mal kurz hier zu Axt. Die haben wir gerade bekommen. Ja, ich bin nicht so der Freund der Äxte, muss ich gestehen. Aber irgendjemand spielt die sicherlich gerne. Ich habe gesehen, dass die Äxte mit dem schweren Angriff ganz gerne nur von oben kommen. Aber das ist jetzt gerade nichts für uns. Aber was ich noch schnell machen kann, was ich ganz vergessen habe, ist unser Gewehr von dem hier zu dem hier. Seht mal, der Trade hier zwischen die Augen erhöht sich sogar. Aber unsere Munition geht ein bisschen runter, oder? Ja, aber seht mal, der Schaden geht dafür deutlich hoch. Aber die Stabilität geht auch ein bisschen runter. Naja. Aber es ist immer noch hier das MG4, das sollte immer noch relativ flott schießen. Und damit sollte ich relativ gut klarkommen dann in der nächsten Folge. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, tschüss.